So, jetzt kommt das absolute Desaster. Hier ist ein Hang abgerutscht und hier durchzufahren ist eine kleine Katastrophe. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Also da bin ich jetzt und hier ist alles matschig. Meine Stiefel sind noch nass von gestern. Da soll ich durchfahren. Es liegt hier auf Spuren, dass das funktioniert, aber das ist heftig. Und das Beste kommt noch, wenn ich denn hier oben bin, dass ich mir ja noch einigermaßen zutraue, dann kommt schon wieder so ein Riesenwasserloch, wo ich durch muss. Ei, nee, nee. Und da geht es nochmal hoch, bis dahin, dann ist wieder trocken. Ich hoffe, dass es nicht noch mehr Stellen davon gibt. Ja, ich habe jetzt erstmal meine ganzen Koffer abgerüstet, dass das Motorrad so leicht ist wie möglich. Und dann werde ich mal gucken, dass ich hier hochkomme. Wie ich danach aussehe, weiß ich noch nicht. Also, sehen wir mal zu, wie das klappt. Sind schon Strapazen. So, bis hier oben hin habe ich schon mal geschafft. Das war gar nicht so schlimm. Da ich die Koffer abgebaut habe und so weiter, ist die Maschine schon ein Stückchen leichter. So, jetzt habe ich mir meine nassen Stiefel wieder angezogen, weil ich befürchte, dass es so tief ist, dass sie wieder nass werden. Ich werde jetzt für die linke Seite entscheiden und hoffen, dass da keine Steine drin liegen, die mich festklemmen. Jo, so viel dazu. Bis denn. So, Strategie langsam hat funktioniert. Ich bin durchs Wasserloch, habe meine Koffer schon rübergetragen. Das waren auch gut locker mal 100 Meter. Bis zum Moped und vor dem Hang. Aber es hat alles geklappt. Die Strategie, die ich mir ausgedacht habe, hat funktioniert. Da war zwar auch wieder was unter dem Motorblock, aber hat gerade nicht gereicht, dass ich festhing. Ja, an der Stelle ein kleines Minuszeichen für die BMW. Also im Enduro-Bereich kann man ganz klar sagen, ist der Motor einfach zu tief. Das ist jetzt hier schon so oft passiert, dass man ohne Motorschutzblech hätte ich die Karre schon längst nach Hause schicken können. Da wäre der Boden schon zerstört gewesen. Und da reichen manchmal schon kleinere Steine aus. Wenn man dann nur ein bisschen von oben kommt und noch ein bisschen einfedert, dann haut der Stein halt rein, obwohl man den vorher gar nicht so eingeschätzt hätte. Jetzt ist es mir glücklicherweise noch nicht so oft passiert und ich achte natürlich extrem verstärkt darauf. Ja, aber das war jetzt ein Kraftakt. Das war nach dem Aufstehen, kurz nach dem Aufstehen, noch keinen Kaffee gehabt, noch kein Frühstück. Ich weiß auch nicht, wann ich hier was kriege. Das wird wohl noch ein paar Kilometer dauern. Ich habe schon gedacht, ich hätte mir auch die Raupe hier nehmen können und mir den Weg vorher freischaufeln können. Aber da kann ich auch nicht mit umgehen. Vielleicht beim nächsten Mal. Okay, so viel zu dieser Situation. So, ich komme hier nicht weiter. Hier sind lauter Erdrutsche, die sind auch relativ frisch. Hier dieses scheiß Geröll. Bald das Motorrad ein bisschen verkeilt, schmeißt es dich gleich um. Ohne Gepäck geht das, aber mit den Koffern liegst du da gleich wieder. Die da unten haben mir gerade zugepfiffen, dass man da unten lang fahren soll. Na gut, dann muss ich da vielleicht wieder durch das Flüsslein, aber das wäre nicht so das Schlimmste, glaube ich. Werden wir das mal probieren. Also wieder aufsatteln und los geht's. Eine Tortur heute Morgen, mein Gott. So und schon wieder. Gepäck runter, Motorrad durchs Flussbett. Aber ich habe glücklicherweise Hilfe dabei, der schon Erfahrung hat, weil zwei polnische Motorradfahrer hier wohl auch schon heute Morgen drüber mussten. So, wir haben es geschafft. Vereinten Kräften. Ja, die letzten Klamotten noch rüber. Geschafft. Für 70 Somoni hat er mir geholfen, den Bock darüber zu bringen. Alleine wäre es nicht gegangen. Chancenlos. So. Wieder Sachen packen. Hat mich 5 Euro gekostet, aber dafür ist das Ding jetzt mit seiner Hilfe über den Fluss. Alleine hätte ich es nicht gepackt. Ja, hier stellt man jetzt fest, wenn man zu zweit wäre, wäre noch manch ein Ding einfacher gewesen. Er wollte mir noch was erklären, aber ich habe es nicht verstanden. Es geht jetzt hier ziemlich steil einen Berg hoch. Das ist so eine Behelfsstrecke wegen lauter Erdrutschen auf der Hauptstrecke. Und ja, da werde ich mich jetzt mal hochschlängeln. Das sieht ziemlich steil aus und ich hoffe, dass die einigermaßen gut befahrbar ist. Es ist trocken, dann komme ich da schon durch. Aber ja, schwierig, schwierig, schwierig.
bin heute ein bisschen, nee, jetzt bin ich ein bisschen geknickt. Habe jetzt das vierte, fünfte Mal baue ich jetzt schon die Koffer auf und ab. Das kostet Zeit ohne Ende. Grauslich, ich habe 20 Kilometer gefahren. Schlammloch, dann Riesensteine, kippt die Maschine drin um. Weiß ich nicht. Dann packe ich die Maschine, dann fällt sie mir um, weil ich den Ständer nicht, weil ich nicht schräg genug gestellt habe. Wird alles nicht schlimm, aber es nervt halt. So, jetzt hoffe ich, dass ich da jetzt gleich reibungslos hochkomme, weil das ist, ich schneide damit im Prinzip eine Strecke ab. Ja. Ah, mal sehen, was noch so kommt heute. So, ich bin jetzt auf der Höhe der Helbe-Helf-Strecke angekommen. Von da unten. Boah, das war anstrengend. Und die Strecke ist schlecht, das ist moorig, matschig. Und da ist mein Hinterreifen nicht ganz optimal dafür, weil der sich zu schnell zusetzt. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Da hat man echt Angst, dass man die Kiste klumm fährt. Ich drehe mal die Kamera um, das ist wahnsinnig schön hier. Ja, so sieht das hier aus. Und das ist alles weich. Das ist zwar ganz schön, aber nicht, wenn es da links und rechts steil runter geht und zwischendurch dann so dicke Steine dazwischen liegen. Da verspringt das Motorrad so schnell. Kann man gar nicht gucken. Und dann liegt es da auf die Klappe. Oh Gott, hoffentlich wird es nicht noch schlimmer. Dabei hat man mir gesagt, die Anfahrt zum Pamir ist nicht so schlimm. Aber vielleicht wussten die auch nicht, dass die Straße hier abgerutscht ist. Also das ist schon ganz schön heftig, finde ich. Naja, mal sehen. Grenze entlang. Es bietet sich um jeder Ecke ein gigantisches Panorama mit den Bergen, der Fluss hier im Tal, wo man richtig nachvollziehen kann, dass der dieses Tal geschaffen hat, vom kleinen Rinnsal bis zum reißenden Fluss heute. Und ja, das ist einfach irre. Es geht wirklich von ganz oben bis runter zum Fluss in einem Rutsch. Teilweise 1500 Meter in die Höhe. Dann scheint die Sonne in die Täler, dann dahinter wieder schneebedeckte Berge. Also unglaublich, unglaublich. Ja, aber die Hoffnung hat sich zerschlagen, dass es hier eine asphaltierte Strecke gibt. Es gibt zwar asphaltierte Teilstücke, aber die sind dann auch nicht gut. Da sind meistens dann so viele Schlaglöcher drin, dass man auch nicht richtig vorankommt. Man weiß nicht, ich weiß gar nicht, was mir lieber ist. Ich glaube, eine schöne Schotterpiste wäre mir im Moment lieber als dieser blöde Asphalt mit den extrem harten Löchern da drinnen, wo man immer drumherum jonglieren muss. Das schafft man leider nicht immer und dann knallt es halt hin und wieder mal im Stoßdämpfer. Da kann man fast nichts gegen machen. Dann gucken häufig dicke Steine unten aus der Erde raus. Da muss man immer auf den Motor aufpassen. Also das ist wirklich eine Strecke, wo es passieren kann, dass es in jeder Sekunde mit der Reise zu Ende gehen könnte. Und dann kommt hinzu, dass diese Straßen halt in den Hang reingefräst wurden. Das heißt, es ist eigentlich alles schräg und dann hat man einfach die Straße rausgeschnitten und es geht teilweise richtig steil runter. Und das meistens in den Haarnadelnkurven, wo man sowieso schon, relativ eng fährt. Und wenn dann noch jemand einem entgegenkommt, dann wird es dann ganz spaßig. Die Teerstrecken sind meistens dort, wo es geradeaus geht, aber nicht an den Stellen, wo es halt gefährlich ist. Da ist meistens Schotter, Sand, da ist meistens am idiotischsten. Aber ist halt so. Aber ich habe es ja bis hierhin geschafft und ich kann jetzt eigentlich nichts mehr schocken, außer Matsch und noch eine große Pfütze, die kann ich heute nicht mehr brauchen. Ich hoffe, dass mir das nicht mehr passiert. Ansonsten wären hier schon fast Zeltplätze, aber es ist noch zu früh, ich muss noch ein bisschen fahren. Ja, das mal so zur afghanischen Grenze. Ich weiß nicht, ich glaube noch so 40, 50 Kilometer, dann verlasse ich die und dann geht es ins Inland und dann kommt dann irgendwann mal endlich der Pamir. Ja. Man kommt halt nicht so schnell voran, wie man sich das gedacht hat. Tschüss!